Achso, okay. Woche der Troglodyten. Doppelte Vermehrung für Troglodyten und Kretonia. Kretonia. Das ist auch so ein Name. Kann man gut aussprechen. Ja, nee, du, nein. Du reite mal hier vorne rein. Ich kann gleich. Ah ja, Stalin hat neue Zauber gelernt. Das finde ich schön, dass sie einem dafür jetzt auch Meldungen geben und so, dass wir wissen, das ist passiert. War die immer zu komplex. So, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Das Spiel ist nicht ganz simpel. Nicht ganz simpel. Aber sie haben inzwischen vieles simplifiziert, wie ich hier mit der Zeit gerade feststelle. Können wir noch irgendwas Interessantes machen, was uns gerade was bringt hier? Rathaus, Pferdestelle, Garten der Heiligen Saat, schwulende Quelle. Wir können bestimmt hier irgendwie unsere Kreaturen mal upgraden. Was denn hier mit geweihtem Hain zum Beispiel? Machen wir jetzt mal. Dann haben wir einen upgradeten geweihten Hain. Können wir mehrere Sachen upgraden? Ne, wir können nur eine Sache pro Tag upgraden. So, dann Jäger. Wie kann ich euch upgraden? Plom, 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 plom. Was ist das hier? Hä? Das ist das Spaltending. Das sollte Dismiss sein. Ah, da oben ist das Upgrade-Dingsbums. Eichendryade. Sehr schön. Dann neue Kreaturen anwerben. Hab ich die ja nicht abgegradet? Alle anwerben, bitte. Da habe ich irgendwie gedacht, ich hätte das getan, aber ich habe es nicht wirklich gemacht. Ich habe gedacht, ich hätte es gemacht, aber wir haben die Jäger gar nicht abgegradet. Grumpfel. Das ist jetzt doof. Ich dachte, ich hätte die Jäger abgegradet. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt eine deutlich größere Armee und damit sollte die Gefahr dieser neutralen Armee da jetzt relativ niedrig sein. Nochmal einen Schnellkampf. Oh, 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 oh. Da fallen aber Leute. Möchte runter, Eichenreade runter, Jäger runter. Was war denn das denn hier? Seid ihr irgendwie ranged oder so? Nein, ihr seid nur ein paar Elementare. Ich spiele das mal selbst und guck mal, was dabei rumkommt. Du verkriegst dich erstmal in der Ecke. Dann kommt die Armee bitte hier hoch. Und dann schauen wir mal. Das sind ein paar Ritter, die wahrscheinlich recht schnell unterwegs sein werden. Ja, Erdelementar ist erwartungsgemäß langsam. Wasserelementar ist auch relativ langsam. Wasserelementar ist allerdings ranged. Wenn ich angreife, stirbt irgendwas, auch nur ansätzlich. 29 Schaden? Ne, die sterben nicht mehr ansätzlich dadurch. Okay, okay. Wir haben Zauber gelernt. Wie sieht's mit unseren Zaubern aus? Schwäche, Fortune, Stärke, das Glück, Regen. Um 11. Das wird auch ein Schneesturm, macht langsamer. Ich mache einfach mal einen Schneesturm dahin, würde ich sagen. Schneesturm! Ja, dann kommen die nicht ganz so schnell zu uns hin. Ich glaube, Munition hat man ausgebaut, weil die sowieso ziemlich sinnlos war und sowieso nichts großartig zu dem Spiel hinzugefügt hat. Ne, ich bin mir recht sicher, es gibt keine Munition mehr, Mark. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen Schneesturm hier vorne treiben. Ihr könnt bis hier vorne hinreiten, wie es aussieht. Dann warten wir wohl mal lieber. Wir fliegen mal hier runter Richtung der Wasserelementare. Schneesturm! Ja, ihr dürft nicht so weit laufen, weil Schneesturm! Haha. Ja, sehr gut. Die nee, doch nicht. Schade. Wir haben die Balliste zwar abgegradet, aber ich darf die Balliste immer noch nicht selber kontrollieren. Sie schießt jetzt allerdings zweimal. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Haben wir hier 1,5, 1,5, 1,5. Alles nicht so gut. Dann töte mal 0 bis 1 Gegner, bitte. Ach, natürlich hat sie 0 Gegner getötet. Muss der jetzt sein. Aber du kannst ihn dafür auf jeden Fall umbringen, lieber Meuchler. Dann gehen wir mal ein bisschen näher da unten an das Wasserelementar dran. Meucheln! Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht an der Reihe. Warte, war der nicht ranged? Ich bin gerade in den Nahkampf. Blöd. Auf.
Wahrscheinlich kann er ranged angreifen, aber hat dann halt halben Angriff. Das ist dann wahrscheinlich der Witz von der Kreatur. Wie sieht's aus? Tötet auf jeden Fall den einen da vorne. Das ist doch gut. Stirb. Snipes! Und die Moral ist erhöht. So, der Kerl wird auch nicht viel machen können, weil er immer noch in dem Schneesturm drin klebt. Round 2! Fight! Haben wir Haste? Wir haben kein Haste, ne? Wir haben nur Schneesturm. Dann nicht. Dann werden wir unseren Zug benutzen, um anzugreifen. Damit hat er dann nämlich ein Mal auf sich drauf. Und unsere Balliste sollte jetzt eigentlich zweimal auf ihn feuern dürfen. Balliste? Aber die Balliste hat sich entschieden, auf das Erdding da drauf zu schießen, weshalb es jetzt nur einmal geschossen hat. Ist echt doof, dass wir den nicht selber kontrollieren können. Ja, ist aber auf jeden Fall tot, wenn ich ihn angreife, also... Machen wir mal bumm. Baumriesen-Synergie! Welche Baumriesen? Gut. Du kannst bis dahin laufen, das heißt, wir laufen jetzt erstmal out of range. Und snipen dem einfach mal in den Rücken. Keine Ahnung, was der Erdelementar da hinten eigentlich rumtreibt. Also, der läuft ja wirklich nur im Kreis. Langsam. Angriff mit dem Helden. Alles klar. Gegenwehr 13. Wie hoch ist denn die Reduzierung? Minderung 70%. Ja, Abwehrkraft vermindert den Schaden. Dann kriegen wir 2% pro Abwehrpunkt. Okay. Gegenüber der Angriffskraft der anderen Kreatur. Schauen wir mal auf die mathematischen Werte hier und gucken mal, was dabei rumkommt. 3 Tode kommen dabei rum. Okay. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. So, jetzt darf die Balliste aber zweimal schießen, weil sie jemand mit Mal angegriffen hat. Okay. So, da ist er tot. Okay. Interessant. Hallo erstmal da. Herzlich willkommen im Stream. Ich lerne einfach Sachen über das Spiel, aber das hier ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als das, was der PC eben hier verloren hat gegen die. Das war ja schon lächerlich, was der... Was die KI meinte, hier verlieren zu müssen in dem Kampf gegen so ein paar Mistviecher. Schließen. Stufenanstieg! Yeah, wir haben einen neuen Level erreicht. Das heißt, wir können wieder was lernen. Wie sieht's denn aus? Mit 100% Initiative. Statthalter, die Türme deiner Stadt schießen immer dreimal auf dasselbe Ziel. Das ist jetzt alles nicht so geil, ne? wie wär's denn mit mehr Initiative für das Kriegsgerät, damit wir damit früher angreifen können? Angriffs- und Hilfs- und Allzweckmaschinen des Helden können manuell geführt werden. Ja, hier, guck mal, das will ich haben. Kriegsmaschinen des Helden können manuell geführt werden. Das ist der Skill, den ich haben möchte. Dann... Haben wir keine Bewegung mehr übrig. Was sowieso sinnvoller gewesen, sie zu schicken. Machen wir jetzt auch. Ja, sonst nichts Interessantes für sie gerade zu tun. So, dann Steuereintreiber nicht besucht, weil die Woche vergangen ist. Dieses Mal kriegen wir dann mehr für sie. Dann können wir hier vorne noch Erfahrungspunkte sammeln und kriegen Stufenanstieg. Talente. Wir haben dunkle Magie, also haben wir mal dieses komische Novizen-Mistdings. Wir haben auch Primärmagie. Wir machen mal Primärmagie rein, würde ich sagen. Wir sind Primärmagier. Wirkungsvoller und steigert das arkane Wissen des Helden um 1. Nicht das, was wir momentan wirklich benutzen würden, die Dame. Währenddessen in der Unterwelt. Tödlich. Ja, währenddessen ist in der Unterwelt die Hölle los. Gold oder LP. Geht erstmal das Gold. Das reduziert sich langsam, unser Goldstand. Da haben wir noch Schattenstahl rumliegen. Da haben wir ein Geistestor. Zweiwegig. Lass uns wahrscheinlich... Huch. Alter Baumriese, Meisterkreatur. Das lassen wir mal. Dies lassen wir mal. Leicht tödlich. Ja, ne, muss nicht sein. Habe ich schon gebaut heute? Normalerweise gab es immer ein Symbol, das einem gesagt hat, ob man gebaut hat oder nicht. Ich habe gebaut heute. Naja, ich habe gebaut heute. Ich schätze mal dieses Grün... Ah, ja, ihr könnt in eurer Stadt heute noch was bauen. Wenn es grün ist, kann ich was bauen.
Interesting, very interesting. Was sagt der Baum? Der Baum sagt, hier sind wir jetzt in der Sackgasse. Und der Baum sagt außerdem, ich wollte das Jägerzelt längst mal geupgradet haben. Also machen wir das jetzt. Kann ich nicht? Doch, kann ich. Es dauert nur eine Weile. Neue Kreaturen. Oder auch nicht. Ich hoffe, Meisterjäger haben die Fähigkeit zweimal anzugreifen. Sie sehen zumindest so aus, als hätten sie den Skill zweimal anzugreifen. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Stadt zurück und graden unsere Jäger ab zu Meisterjägern. Will ich noch eine Runde hier bleiben, um irgendwas zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will losziehen und die weite Welt entdecken mit unserem neuen Helden hier. Mit unserem neu aufgepowerten Helden. Da unten ist immer noch eine triviale Armee, die wir nicht besiegen konnten. Ich habe die Schatzruhe da vorne vergessen. Ich kann unser anderer Held gleich einsammeln. Es ist schön, wie viele Sachen ich einfach liegen lasse. Erzgrube, er bringt 2 Erz pro Tag. Ja, das ist auch noch eine, meine Güte. Also, man muss sagen, die Grafik hier ist nicht unbedingt intuitiv, was man hier alles einsammeln kann und was nicht. Es sind viele Sachen, wo ich einfach nicht sehe. Och, da ist ja was, das ich nehmen kann. Der Vorteil an den alten Spielen war, dass die einzelnen Sprites einfach mega rausgestochen sind von Ressourcen aus der Landschaft. Die stechen hier nicht so raus, weil sie... Naja, grafisch besser sind und besser in die Landschaft reinpassen, aber ich denke mal, es gibt immer noch Designmöglichkeiten, womit man Sachen besser aus dem Bild rausstechen lassen könnte. Wir haben gebaut, wir haben uns bewegt, wir machen nichts mehr. Kurze Runde heute mal. Passiert auch nicht häufig. Runde von Player 2. Ich sehe schon, wie wir gleich auf Player 2 treffen und Player 2 hat praktisch nichts gemacht, weil er ein leichter Bot ist. Ja. Superhelds, du kannst da vorne jetzt mal vernichten gehen. Töten, vernichten! Schnellkampf. Und wir haben es irgendwie geschafft, eine Eichendryade zu verlieren. Ach, eine Eichendryade ist okay, wir haben Range-Gegner gehabt. Da darf man eine Einheit verlieren. Amulett der Lebenskraft, ein T1-Item. Oh, hör damit. Nehmen wir immer, da ist noch eine Goldkiste. Dann will ich mit ihr vielleicht noch hier bleiben, damit sie Einheiten einsammeln kann, wenn hier mit der Zeit Sachen dazukommen und respawnen und so. Bleibt mal in der Stadt drin, gute Dame. Bauwerke errichten. Klingt ganz interessant, ich kann sie bauen. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso kann ich die bauen? Die ist doch mitten in dem Skilltree. Die ist doch hier mitten in dem Baum, in dem Baubaum drin. Wieso kann ich die Klingentänzer-Terrasse bauen? Baustufe 9. Musste ich einfach nur hier diese Stufe an Gebäuden irgendwie freischalten oder so? Alle Bauwerke der Stufe 6 niederbrennen. Wieso sollte ich das tun wollen? Was bringt mir das, alle Bauwerke der Stufe 6 niederzubrennen? Ich baue meine Klingentänzer-Terrasse hier hin. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Auf jeden Fall können wir jetzt Klingentänzer rekrutieren. Ja, damit alle anwerben. Jawohl. Ja, das hier ist Might and Magic Heroes 7. Das heißt, du könntest Heroes of Might and Magic 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 gespielt haben. Dann erkunden wir mal, was hier unten auf der anderen Seite dieser komischen Steinbrücke ist. Was bist du? Eine Sammelflagge. Erneut 6 Bewegungen des Besuchers, Führungskraft und Schicksalshelden. Interessant. Ziel hat eine Sammelflagge erhalten. Das hier sind außerdem Drachenblutkristalle. Die Kristalle hier, die sehen sich zum Beispiel zum Verwechseln ähnlich, finde ich. Also, wenn man hier die Kristalle und die Kristalle hier rumstehen sieht, die tun sich jetzt nicht so viel. Das ist schon ein Unterschied, der sie erkennbar macht, aber wenn man einfach nur über das Bild drüber huscht... Ernst, wird kämpfen. Ja, wir sind ja auch nicht der Kämpfer. Ich würde sogar sagen, sehr ernst. Wir lassen das mal lieber. Wir sind jetzt mit Zaubern und so nicht sonderlich gut ausgerüstet. Deswegen könnte das ernst für uns werden, wenn wir dagegen kämpfen. Ja, dann laufen wir mit der Erkunderin erstmal wieder ein Stück zurück. Wir haben gebaut, wir haben alles getan. Dann darf erstmal Krieger hier vorne wieder einsammeln. Erfahrungspunkte bitte. Und dann kämpfen wir noch gegen die neutrale Armee hier vorne. Schnellkampf, wenn es nicht zu teuer für uns wird. Nee, was ist das? Feuerelementar, Elite-Kreatur. Halb kann theoretisch ranged angreifen. Kyrasir ist nicht ranged. Garde Minotauros ist nicht ranged. Das mache ich selber. Das lassen wir die KI gar nicht erst anrichten.
Positioniere dich auf dem Schlachtfeld. Wo sind die Hindernisse? Da sind Hindernisse. Du gehst da runter. Du gehst hier hin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du gehst weiter in die Mitte. Auf in die Schlacht. Okay, da haben wir wieder einen von den lustigen Campen. Sogar zwei dieses Mal davon. Piu! Es ist ja schön, dass wir jetzt die Initiative der Balliste erhöht haben. Aber jetzt können wir vorher kein Mal zufügen. 3. Ja, 3 ist auf jeden Fall das bekannteste von den ganzen Heroes, von den ganzen Heroes-Teilen. Ihr könnt nicht in Reichweite laufen, ihr könnt alle nicht in Reichweite laufen, dann benutzen wir lieber den Angriff unseres Helden, würde ich sagen. Der Minotaurus ist relativ langsam im Vergleich, also töten wir lieber erstmal die Camper da unten. Wie heißen die Campen hier noch gleich? Das sind Kürassiere. Kürassiere heißen sie hier. Wir bleiben lieber außer Reichweite, also tuckern wir wohl mal hier so hin. Das war außer Reichweite. Das war nicht außer Reichweite. Ich. Feuerelement hast du Snipe, wie es aussieht. Ich schätze mal, das ist ein Range-Angriff. Okay, deswegen hatte ich ja auch so viele Leute verloren. Der hat einen AOE-Angriff, das wusste ich noch nicht mal. Wir töten auf jeden Fall einen, wenn wir da hingehen. Und er kann uns von da aus aber auch erwischen. Also gehen wir lieber nur hier vorne hin. Luckshot! Bams! 2 tot. Jawohl, so gehört sich das. Gebrochene Fall heißt halber Damage, ja. Dolchstoß tötet 0. Gegenwehr nein. Gegenwehr nein? Baumriesensynergie, Moralschub, Dolchstoß. Scheinbar gibt es keine Gegenwehr bei dieser Einheit. Oder kann der sich einfach nicht gegenwehren? Keine Gegenwehr. Feindkreaturen können gegen die Angriffe der Kreatur keine Gegenwehr leisten. So, komisch. Greif mal an. Gib keine Gegenwehr, Meuchler. Ah! Der hat keine Gegenwehr, der greift sogar vor uns an. Das ist der Witz an der Kreatur. Das ist ja lustig. Macht er das immer? Will ich jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, die Schlacht hier muss ich unter Umständen sowieso neu starten. Okay, das macht er auch nur einmal, aber der greift vor uns an. So funktioniert das. Präventivschlag. Ja, leistet Gegenwehr, bevor die andere Kreatur getroffen wird. Ja, ne? Das... toll. Dann müsste aber trotzdem stehen Gegenwehr ja, liebes Spiel, weil er hat ja Gegenwehr. Nur halt vor uns. Wir könnten 0 bis 1 Feuerelementare da oben töten, wenn ich den snipe. Versuchen wir es mal. War es gerade ein Luckshot? Jupp, tot. Runde 2. Würde jetzt wahrscheinlich unsere Meuchler umbringen. Komm, Ballista, snipe ihn nieder. Das war noch nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft hätte. Okay, dann greifen wir ihn lieber normal an. Und fliegen hinter ihn mit unseren komischen Baumgeistern hier. Autsch, Gott, die machen aber auch einen Schaden. Ja gut, ich kann verstehen, warum die KI so viele Kreaturen verloren hat. Bams. Bis 1. Das bringt jetzt nichts, um den anzugreifen. Den snipen wir lieber zu Tode. Bumm tot. Okay, gucken wir mal kurz, wie viel wir in diesem Kampf verloren haben. Ich glaube, es war eine Menge, eine Menge. Eine zu große Menge. Minus 16, minus 14, minus 2. Uff. Uff. Naja, was soll's. In alten Heroes-Teilen konnte man die Kämpfe auch nicht neu starten. Dann sammeln wir mal das Gold hier vorne ein. 600, 400 und eine Goldmine, die jetzt uns gehört. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass da ein Angriffs-, dass ein Schwertsymbol drauf ist, wenn ich die einnehme. Aber wir kämpfen ja nicht darum. Wir nehmen sie ja wirklich einfach nur ein. Und mehr nicht. Explorer, hier kannst du wieder an die Oberfläche. Komm, Dora, lauf mal hier rüber. Er hat schon wieder eine Schatzruhe liegen lassen. Ich bin noch. Das ist doch nicht wahr. Habe ich dich nicht extra in die Stadt gestellt? Komm, geh wieder in die Stadt. Bauern. Klingenterrasse könnten wir theoretisch versuchen abzugraden. Ihr könnt nur eines bauen: Steinbrücke oder Klingenschmied. Okay. Da brechen wir den Steinkreis.
glaube nicht, dass ich schon ganz dahinter blicke, wie man hier wie ich eigentlich baue. Also es gibt auf jeden Fall Voraussetzungen, aber wir müssen scheinbar nur einen bestimmten Level der Stadt erreichen. Damit wir neue Sachen bauen können. Mondlichtung, Magiergilde 4. Drachenaltar, Baumriesen, Heiliger Baum. Befestigungen, Kapitol. Okay, wir gehen auf jeden Fall auf niedriges Gold, von daher müssen wir auf jeden Fall mal hier die Stadthalle ausbauen. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen. Dass wir mehr Gold haben. Ach so, sobald ich sie anklicke, kommt sie raus. Ah, also sie wird immer noch hier angezeigt, aber so... Plonk!